So, der 6.6.1944, heute 6.6.2019 und das Wetter ist fast so ähnlich wie 1944, also 75 Jahre, leider Krieg, Erinnerung daran. So, darf ich vorstellen, Panzer. Ne? Der wiegt einiges, ist nicht so leicht, ist ein echter. Also der wiegt, ne? Das ist ein Panzer, ein böses Fahrzeug, was richtig da damals zu Furore sorgte, besonders in den Ardennenkriegen. Ach, herrlich. Ein böser Panzer. Der wirklich funktioniert, ich mache ihn jetzt nicht an. Ich glaube, die Batterie ist auch gar nicht voll. Müsste ich gucken, irgendwie. Nee, Batterie ist alle. Sonst hätte er schon gebrummt. So, der musste immer vorglühen sozusagen. Wisst ihr ja noch aus dem Film. Den will ich mir auch angucken. Stoßtrupp Gold. Dieser Film, Stoßtrupp Gold, handelte ja auch um die Panzer, die da um das Gold herum standen und die dann von den witzigen damaligen Schauspielern da auseinandergenommen wurde. So, worauf möchte ich hinaus? Also, Krieg ist nicht schön, das wissen wir mittlerweile. Die ganzen Filme, die wir sehen, sind halt Erinnerungen, sind halt Filme. Kann man darüber denken, nicht denken. Man kann auch nachdenken und man kann auch das Denken sein lassen. So, das ist halt ein Panzer, der nicht eingesetzt wurde zu dem Zeitpunkt. Die Panzer schliefen irgendwo sehr weit, weit weg. Die Flugzeuge, die habe ich jetzt hier nicht. Lohnt sich nicht mehr. Vieles verkaufe ich ja auch. Diesen hier verkaufe ich nicht, weil der ist zu teuer. Den gebe ich nicht ab. Der kostet um die 600 Euro. Der funktioniert auch richtig. Wiegt auch weit über 10 Kilo. Und die Figuren dazu, wisst ihr, habt ihr ja sicherlich schon gesehen. So, ob ich jetzt mal eine Serie mache über Krieg oder Serie mache des 6.6.1944, weiß ich noch nicht. Manche Videoclips sind nicht. So ein Fahrzeug, wie gesagt, der wiegt. Ich habe mal an sich auch mal in klein, ich weiß gar nicht, wo ich den habe, in klein. Ist irgendwie abhanden gekommen oder was? Oh, also wie gesagt, ach ne, der habe ich weggepackt. So, wie gesagt, der wiegt einiges, wirklich. Der wiegt einiges, ist von Toro. Ja, ist also der Wahnsinnspanzer, der Tiger, der halt da eingesetzt wurde. Voll funktionstüchtig, er raucht, er kesselt, er schießt richtig, bewegt sich richtig rauf, runter die Lafette. Ja, also wie gesagt, ich spreche jetzt hier über das Modell, auch wenn ich den 6.6.1944 damit meine. So, keine Panzer eingesetzt, etc. pp. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen philosophieren, vor 75 Jahren, wenn doch so eine Wahnsinnsarmada, es waren über 130.000 Amerikaner, also 130.000 Amerikaner, Jungspunde, zwischen 16 und 18 Jahren, Cowboys mit Machete, Cowboys mit Knarre und so weiter. Kann man in den ganzen Filmen, die wir gesehen haben, auch den D-Day, den modernen D-Day, da Mr. Bryan, ja, also die waren auf der Suche des Bryan, da war ja auch D-Day, da haben sie den halt gesucht, etc. und pp. Und nachher waren dann nachher doch alle verstorben. Aber egal. Aber einer der Söhne sozusagen war ja am Überleben. Diese Figuren kann man kaufen. Alle Figuren kann man kaufen, auch den Panzer kann man kaufen. Nur für diejenigen, welche die halt jetzt nicht den Krieg so verherrlichen. Ne? Muss eben hier einen Haken absetzen, aus welchem Grund auch immer. Ich bekomme jetzt ein Audio. Ja, dann frage er doch. So, er will eine Frage stellen. Das ist ein Schauspieler, der mich da fragt. Der macht nämlich Kriegsfilme. Oder hat Kriegsfilme gemacht. Und ich hänge jetzt mal eben. Hallo. Hi, grüße. Du bist